und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine schöne Einschulungstorte. Die könnt ihr auch für jedes andere Event verwenden oder abwandeln. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch für eine Hochzeit, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt ja bei dieser Torte die wunderbaren Mitgipseltüten obendrauf. Für eine Einschulung ist das natürlich besonders passend, weil es einfach schon Schultüten sind, die obendrauf liegen. Aber man kann die Torte, wie gesagt, auch abwandeln, sodass dann eben jeder Gast, der auf der Hochzeit, auf dem Geburtstag ist, sich so eine Tüte mitnehmen kann nach Hause. Ich habe mir heute Morgen jetzt schon meine Torte vorbereitet. Ich werde eine Erdbeertorte mit weißer Joghurtmousse drunter machen. Das Rezept dafür findet ihr bei mir auf dem Blog unter genau diesem Namen, Erdbeertorte mit zarter Joghurtmousse. Ich verlinke es euch hier oben auch. Und das ist ein super Rezept, schmeckt hervorragend, aber ihr könnt natürlich auch jede andere Torte drunter machen. Ich habe mich heute entschieden, ohne Fondant zu arbeiten, einfach mit Buttercreme. Im Prinzip ist das dasselbe, der einzige Punkt, der anders ist, ist der Schritt des Eindeckens der Torte mit Fondant fällt weg und die Tüten, die Schultüten kommen oben einfach direkt auf die Buttercreme. Die Schultüten selber können aus Fondant gemacht werden, können aber auch einfache Eistüten sein, was wahrscheinlich für diejenigen interessant ist, die eben so viel Fondant gar nicht verwenden wollen. Was man auch machen kann, ist Eistüten einfach ummanteln mit Fondant oder eben in Schokolade trinken. Die Ursprungstorte habe ich vor Jahren gemacht und wirklich erfunden, die gab es vorher so nicht. Ich habe inzwischen gesehen, dass einige Leute bei der Wanda die nachgemacht haben in Papier. Finde ich ganz lustig, wie sich dann so eine Idee verbreitet im Netz. Ich habe damals die Tüten auf Papierschablonen getrocknet. Das heißt also, ich habe Fondant genommen und einfach auf Papierschablonen trocknen lassen, ungefähr einen Tag. Ihr solltet, wenn ihr das so machen wollt, den Fondant mit CMC verkneten, damit einfach das euch besser hält. Ich werde heute eine Abwandlung dieser ganz alten Erfindung von mir herstellen. Aber ich mache halt heute der Einfachheit halber, beziehungsweise weil ich auch nicht so viel Fondant verwenden will, die Torte mit den Eiswaffeln und werde die mit Schokolade färben. Was ihr jetzt für die Herstellung dieser Torte benötigt, das zeige ich euch im Überblick. Natürlich auch noch eine Torte, die habe ich jetzt bei mir schon im Kühlschrank stehen. Die müsst ihr natürlich vorbereiten, also den Rohling vorbereiten. Dazu gibt es auch ein Video bei mir schon auf dem Kanal. Ich verlinke es euch entweder hier oben oder in der Infobox und auf dem Blog ist auch nochmal was geschrieben dazu. Da schaut einfach mal dann vorbei. Also ihr seht hier, was ich hier habe. Hier sind natürlich schon mal die Eistüten. Da braucht ihr je nach Torte eben entsprechend der Stückzahl. Wenn ihr also eine 26er Torte habt, dann sind das ja meistens 12 bis 16 Stücke. Ich habe jetzt mir einfach zur Sicherheit 16 Tüten besorgt. Wenn ihr eine kleinere Torte macht, dann entsprechend halt weniger zubereiten oder vorbereiten. Dann haben wir natürlich Lebensmittelfarbe. Da könnt ihr eben beliebige Farbe wählen, wie schon gesagt. Dann habe ich hier die Star Wars Muffin-Aufleger. Die bekommt ihr im Netz. Ich schreibe euch den Link unten in die Infobox zu diesen Auflegern. Dann habe ich hier noch so ein Figürchen. Das gibt es auch als Mädchen. Ich zeige es mal nah. Das ist ein kleiner Junge mit Schultüte. Der ist jetzt schon etwas älter bei uns. Der sieht normalerweise etwas frischer aus. Die Farben sind normal frischer. Hier hinten ist er ein bisschen verblichen von der Sonne. Den habe ich damals für Jakob gekauft und den werde ich jetzt aber wieder verwenden. Und wie gesagt, den gibt es auch, ich glaube, ja, ich verlinke es euch, wo es den gibt. Dann könnt ihr schauen. Dann braucht ihr natürlich Kuvertüre oder Fondant, je nachdem, aus was ihr die Tüten machen wollt. Ihr benötigt, wenn ihr jetzt die Eistütenversion macht, ein paar Streusel. Ich habe jetzt hier grüne und silberne Streusel, also verschiedene Sorten. Hier sind es so runde und das sind so silberne, wirklich richtige Streusel. Und dann habe ich hier noch solche kleinen Plättchenstreusel. Das sind auch lustig. Dann habe ich das hier schon vorbereitet. Das sind die Tüten, die nachher hier in die Eistüten reinkommen. Beziehungsweise in die Fondant-Tüten. Das heißt, die werden so reingedrückt. So ein bisschen noch gedrückt. Und dann wird das Ganze, was hier noch übersteht, abgeschnitten. Und dann kommt das so auf die Torte. Man kann sie auch so rum auf die Torte bringen. Dann hat die Torte einen anderen Effekt. So mehr so, als ob sie abheben würde. Diese Beutel hier, die bekommt ihr auch im Netz, verlinke ich euch auch. Allerdings sind die recht groß, da müsste man hier oben abschneiden, aber das ist ja auch kein Problem. Das sind eigentlich Spritzbeutel, kann man also auch für Icing-Dekoration benutzen. Ihr könnt euch die Beutel einfach füllen mit möglichst kleinen Süßigkeiten. Ich hatte jetzt Glücksgefühle, Grünohrbärchen und Mini-Colorado und davon hatte ich 6 Tüten für eine 26er Torte und eben 16 Tütchen. Dementsprechend müsst ihr halt mehr oder weniger nehmen, wenn ihr eine andere Größe der Torte wählt. Wenn ihr lieber die Fondant-Torten machen wollt, weil ihr komplett eine ganze Fondant-Torte macht
und es sonst nicht so richtig passt dazu, dann rate ich euch Folgendes. Ihr macht euch aus Papier, aus Tonkarton, eine kleine Schultüte. Schneidet euch einen Kegel aus, klebt die zusammen und dann schneidet ihr den Fondant auch aus, also rollt den dünn aus, schneidet ihn auch aus und legt ihn über die Tüte und lasst ihn dann einen Tag trocknen auf der Tüte. Am besten bereitet ihr euch den Fondant vorher vor, das heißt, ihr knetet etwas CMC unter, damit der Fondant stabiler bleibt und damit euch die Tüten nicht einknicken. Aber bei mir damals, ich habe damals noch gar nicht gewusst, dass man CMC nehmen könnte. Ich habe das wirklich komplett ohne gemacht und es hat auch gehalten. Also ich würde es euch nur hier heute empfehlen, weil ich denke, ja, das hält dann einfach besser und trocknet auch schneller und so weiter. Ich werde euch auf dem Blog eine Zeichnung stellen, an die ihr sehen könnt, wie ihr das Tonpapier ausschneiden müsst, um eben da eine Schultüte draus zu erhalten. Wenn ihr eine Schultüte in der Form hier haben wollt, dass sie an einer Seite länger ist, dann müsst ihr es natürlich etwas anders ausschneiden. Alles, was für die Fondant-Schultüten wichtig ist, das schreibe ich euch auf dem Blog. Schaut bitte dort vorbei. Wir starten jetzt einfach mit dem Einfärben der Eiswaffeltüten. Ich habe jetzt hier zwei Päckchen Kuvertüre. Die mache ich mir jeweils in eine Schüssel. Lasse die vorsichtig schmelzen. Ihr könnt das über ein Wasserbad machen oder auch in der Mikrowelle. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, dass euch die Schokolade nicht anbrennt. Also immer ganz kurze Intervalle, zwischendurch umrühren und schauen, wirklich dabei bleiben und nicht jetzt gleich hochstellen, da verbrennt sie euch nämlich. Ich möchte das nämlich so machen, dass ich die eine Seite hier mit grün einfärbe, deswegen habe ich mir jetzt zwei Schüsseln genommen. Ansonsten, wenn ihr nur eine Farbe habt, könnt ihr natürlich auch eine Schüssel wählen. Wichtig ist noch, dass ihr die Kuvertüre temperiert. Wie das genau geht, schreibe ich euch nochmal auf den Blog. Jetzt gebe ich mir hier meine Farbe in die Schokolade. Wenn ihr die bunte Torte machen wollt, könnt ihr natürlich auch in Regenbogenfarben einfärben. Denkt daran, dass die Farbe noch etwas anzieht. Das heißt, ihr müsst halt berechnen, dass nach ein paar Stunden sie etwas dunkler wird. Das passt jetzt hier zu Yoda, finde ich. Was man auch machen kann, ist, wenn man jetzt nicht ganz in Schokolade tunken will oder eben das zu süß ist, kann man auch einfach nur den Rand reintunken und dann in Zuckerstreusel. Das ist auch eine tolle Idee. Ist halt dann so, dass die Torte eher rustikal aussieht. Aus. Ich habe auf einige schon was draufgeklebt. Ich zeige euch mal, wie man es macht. Man zieht es einfach hier von dem Papier ab und dann positioniert man das eben da, wo man es haben möchte. Also in dem Fall hier oben auf der Tüte. Ich habe mich jetzt für die Seite entschieden und dann kann man es einfach ankleben. Sollte eure Schokolade schon trocken sein, dann müsst ihr eben noch einen Dappen Schokolade drunter machen. Nehmen wir mal auch noch Darth Vader dazu. So. Der kommt jetzt hier drauf. Darauf achten, dass es auch schön aussieht, dass es gut mittig ist. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch die Tüten nochmal mit Streuseln verzieren oder was auch immer einem einfällt. Ja, und so macht ihr es jetzt mit allen Tüten. Ich muss sagen, ich bin total begeistert von der Idee mit den Schultüten, also aus Eiswaffeln, weil ich einfach, ich finde die Idee so lustig, sie dann mit Schokolade zu ummanteln und dann, da schmecken die einfach super gut. Und ich finde, sie kommen jetzt auch sehr gut raus. Ich finde, es sieht super schön aus. Ich finde die super süß und ihr könnt das natürlich abwandeln mit allen möglichen Muffin-Auflegern. Also wenn ihr jetzt Frozen machen wollt, dann könnt ihr da Frozen-Aufleger drauf machen. Oder eben was ihr wollt. Ihr könnt auch das Bild des Geburtstagskindes oder das Bild des Schulkindes euch draufdrucken lassen. Gut, weiter geht's mit den weißen Tüten. Also bei mir weiß, bei euch keine Ahnung, was ihr nehmt. Ich packe die hier jetzt aus. Die kommen hier so in so einem Achterpack. Davon habe ich jetzt natürlich zwei Stück besorgt für meine 26er Torte. Also auch bei der Arbeit mit der Schokolade müsst ihr etwas aufpassen. Mir ist da so ein bisschen, brechen manchmal Stücke ab, wenn man nicht aufpasst. Also schön vorsichtig damit sein. Und am besten noch ein Paket extra haben, falls irgendwas schief geht. Möglichst schonend auftragen. Dann vorsichtig hinlegen. Und trocknen lassen. Am besten auf so einem Gitter. Ich hatte es zuerst auf dem Backpapier, aber besser ist es natürlich auf dem Gitter. So, schnell die Küche aufgeräumt und die trocknen jetzt alle vor sich hin, hier die Tüten.
Ich finde es super gut, ich freue mich voll und ich glaube, das wird dem Jo super gut gefallen. Der Wolfgang kam gerade schon rein und meinte so, boah, super Idee und die kann man ja toll abwandeln. Ich habe gesagt, ja, auch für einen Herren kann man es toll abwandeln, mit Zartbitter, so ganz dunkel und edel. Und er so, ja, mit Zigarren drauf. Ja, also ich habe das Ganze jetzt schon mal so hindrapiert auf meine Tortenform hier, damit ich sehen kann, passen die auch alle drauf, sieht es gut aus, was muss ich noch ändern. Tüten seht ihr, sind auch schon drin. Die habe ich noch ein bisschen kleiner geschnitten. Vielleicht schneide ich da auch noch ein bisschen was ab. Das müsst ihr halt schauen, wie es am besten aussieht. Und bei mir sind jetzt nur 14 Tüten drauf oben. Also wenn ihr Fondant drunter habt, dann kann es durchaus sein, dass ihr 16 Tüten oben drauf kriegt, weil durch die Buttercreme und den Fondant noch oben drauf ja noch ein bisschen mehr Volumen entsteht. So, nachdem ich jetzt etwas Schwierigkeiten mit meinem Rolling hatte, meine Creme ist nämlich nicht fest geworden. Ich musste sie komplett neu füllen, die Torte. Sieht sie jetzt so aus. Also hier habe ich extra einen Rand gelassen, damit die Tüten etwas höher liegen. Die Unterseite, sie wird man gar nicht groß sehen, weil die Tüten überhängen. Das heißt, ihr könnt eigentlich diesen Rand, müsst ihr nicht so besonders beachten beim Dekorieren. Könnt ihr natürlich machen, aber müsst ihr nicht unbedingt. Weil die Hauptansicht ist von oben und selbst wenn man schräg drauf schaut, sieht man durch die Tüten, die hier vorhängen, quasi den Rand nicht mehr. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich die Torte nochmal kühle. Also es ist grundsätzlich immer besser, sie nochmal zu kühlen zwischendurch. Dann ist sie einfach standfester. Ich habe ja vorhin erklärt, der Rand wird nicht groß zu sehen sein, aber ich möchte trotzdem ein bisschen was am Rand machen. Und zwar werde ich den Rand mit grünen Zuckerstreuseln bestreuen. So bunt sieht die Torte jetzt aus. Ich werde jetzt die Tüten einfach schon mal auflegen. Das Ganze ist noch ein bisschen feucht, das heißt, die kleben jetzt auch gut. Dann machen wir noch ein paar Silberstreusel in die Mitte. Und jetzt setze ich die Tüten hier an, so ungefähr, dass sie ein bisschen überlappen, dass sie aber noch halten dann. Und drücke sie etwas an. Und das mache ich jetzt mit allen Tüten einmal ringsherum. Ihr müsst gucken, dass sie nicht allzu sehr überhängen, damit sie euch nicht vom Gewicht her zu schwer werden außen und dann runtersacken. So sieht es jetzt von der einen Seite aus. Ich mache noch die Seite hier fertig jetzt und gucke, dass auch hoffentlich alles passt. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös. Ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ganz wichtig bei der Torte ist, wenn ihr sie nur mit Buttercreme macht, habe ich festgestellt, ihr müsst sie wirklich vorher sehr, sehr gut kühlen, weil sonst die Buttercreme so weich ist, dass die Schwere der Tüten die Buttercreme so eindrückt. Das heißt, wirklich ganz, ganz wichtig, den Rohling gut durchkühlen. Ich muss es halt jetzt so machen, habe es für euch vorgetestet. Ihr könnt die Tüten auch aufsetzen ohne die inneren Tüten, damit das Ganze erstmal fest wird, das Ganze erstmal in den Kühlschrank stellen und dann nachher erst die inneren Tüten mit rein tun. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass das Ganze einsinkt durch die Schwere. Und dass sich das Ganze erstmal festigt und dann könnt ihr es dann auch gut aufsetzen. Es sind so ein paar Schwierigkeiten bei der Torte, die man einfach beachten muss. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön und auch in dieser grünen Version. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Und ihr seht jetzt eben in der Mitte habe ich die Figur aufgesetzt, aber das kann man genauso gut lassen. Das dient bei mir jetzt zum Stabilisieren, weil die Tüten so schwer sind. Ich werde jetzt einfach, ich wollte euch nochmal zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Man kann die natürlich jetzt noch hier reinstecken, aber ich hole sie jetzt alle raus, weil es einfach dann fürs Kühlen der Torte besser ist. Und dann kurz vorm Servieren stecke ich sie alle wieder rein. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und bis zum nächsten Mal sage ich euch Tschüss!